Ich kann das sehr wohl verstehen, wenn einige von euch sagen, wie Hamed, baldige DAX-Katastrophe. Der DAX ist schon eine Katastrophe, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut. Und ich muss sagen, ich kann diese Meinung durchaus teilen, denn wenn man sich die Rendite anschaut, was zum Beispiel der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones und so weiter und so fort im Vergleich zum DAX gemacht haben, dann sind wir beim Nasdaq, dass der Nasdaq in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von 20,6% gebracht hat, der S&P 500 13,8%, der Dow Jones 13%. Und selbst unsere Schweizer Nachbarn haben eine bessere Performance mit 8,8% durchschnittlich gebracht im Vergleich zum DAX. Selbst der MSCI World schlägt den DAX. Einzig den Eurostoxx schafft der DAX um 1,5% zu schlagen, denn die Eurostoxx-Indizes bringen etwa 5,5%, während der DAX etwa 7% Rendite jährlich in den letzten 10 Jahren gebracht hat. Aber wir vergleichen hier tatsächlich Äpfel mit Birnen, denn der Nasdaq und der S&P 500 zum Beispiel, das sind sogenannte Kursindizes. Das heißt, dass Dividende, die ausgezahlt wird, nicht reinvestiert wird. Beim DAX, bei dem es sich um einen sogenannten Performance-Index handelt, ist es so, dass alle Dividenden wieder reinvestiert werden, theoretisch, und angeschaut wird, wie sich dann der Kurs entwickelt. Heißt, beim Nasdaq, beim S&P 500 werden eventuelle Dividenden nicht reinvestiert, beim DAX aber schon. Bedeutet, wenn ich euch jetzt mal zeige, wie sich der DAX Kursindex geschlagen hat, dann sehen wir, dass der DAX Kursindex, ich weiß gar nicht, ob ihr das wirklich wissen wollt, der hat in den letzten 10 Jahren sagenhafte, wartet mal kurz, 10 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre und 1 Monat, 10 Jahre, so roundabout. In den letzten 10 Jahren hat der DAX eine Performance gemacht von 36%. Das macht eine Performance von 3,6% im Schnitt jährlich. So, wenn wir das einmal kurz vergleichen, warte mal kurz, hier haben wir angefangen, ne? Ah, das sind die letzten 10 Jahre gewesen, ja. Und wenn wir das auf die letzten 5 Jahre nehmen würden, 5 Jahre, 5 Jahre, 5 Jahre, also relativ genau 5 Jahre, dann sind das 21%. Wenn wir jetzt diese letzten 5 Jahre, hier waren wir, mit dem S&P 500 vergleichen, da ist er, hier. Uiuiui. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum fast 100% gemacht. So, das ist allerdings nicht nur so, dass der DAX tatsächlich eine Katastrophe ist, es ist darüber hinaus eine Entwicklung, die in den letzten 5 Jahren typisch gewesen ist. Denn das, was wir gesehen haben, ist, man musste in den letzten 5 Jahren Folgendes tun. Diese Aktien sind im letzten Jahr super gelaufen, die wirken ein bisschen teuer, prima, die kaufe ich. Und im nächsten Jahr sind diese Aktien deutlich besser gelaufen als die, die eigentlich günstiger waren. Das heißt, je mehr Wachstum drin war und je mehr diese Aktie gestiegen ist und je teurer sie wurde, desto mehr haben auch Investoren in diese Aktien investiert. Bedeutet, die Schere zwischen Wachstum und Value ist in Sachen Performance immer weiter auseinandergegangen. Sehen wir zum Beispiel, wenn wir den DAX mit dem S&P 500 vergleichen und beide auf Kursindexbasis miteinander ansehen. Aber nicht nur das. Und jetzt kommt's. Die Unternehmen, die besonders gefragt sind, die wurden auch immer teurer. Investoren waren immer mehr bereit, mehr Geld für diese Aktien auszugeben, zu einem höheren Kurs und auch einer höheren Bewertung. Aber die relativ günstigen Aktien, bleibt mir weg, habe ich keinen Bock drauf, wächst nicht, will keiner haben, ist nicht interessant. Das heißt, das klassische Buy Low, Sell High gab es die letzten Jahre auch als Investor nicht. Gab eigentlich nur Buy High und Sell High. Eigentlich ist es ja ein Trading-Mantra. Und trotzdem war es so, auch in Sachen Investment hieß es, teuer kaufen, noch teurer verkaufen. Jetzt ist nur eines aufgefallen. Wir haben doch gesehen, dass in den letzten Wochen die Renditen der Anleihen deutlich angezogen haben.
Da ist aber auch was anderes aufgefallen. Wenn wir uns jetzt noch einmal den DAX anschauen und wie sich der DAX in den letzten Tagen entwickelte, vom Allzeithoch bis Freitag, Schlusskurs, war der DAX sagenhafte 2% gefallen. 2%. Der Nasdaq kann ich euch zeigen. Guckt euch an, was der Nasdaq gemacht hat. Sieht auch schwächer aus. Bis Freitag 7,5%. Jetzt kann man sagen, na ja, der Nasdaq ist aber auch schön gestiegen. Deswegen ist er zurückgekommen. Und den DAX hat keiner gekauft, deswegen ist er nicht zurückgekommen. Allerdings war es zuletzt genau andersrum. Das heißt, in den Pullbacks ist der Nasdaq, sind die Wachstumstitel, die gefragt waren, die sind nicht zurückgekommen, sondern der DAX ist zurückgekommen. Und als es dann die nächste Welle gab, hat dann der DAX sich kaum bewegt und dafür sind dann diese teuren Aktien deutlich stärker angestiegen. Jetzt sehen wir eine Änderung. Wenn die Zinsen steigen, und die steigen nicht heute, die steigen nicht morgen, die steigen auch voraussichtlich nicht in den nächsten 12 Monaten, aber die Zinsen können in den kommenden Jahren steigen. Das sehen wir an der Rendite der 10-jährigen Anleihe in den USA. Dann ist es so, die Börse wettet ja immer auf die Zukunft. Dann werden die Value-Werte deutlich interessanter. Die sind nicht so sensibel, was die steigenden Zinsen angeht. Deswegen ist es eigentlich so, die nicht so gefragten DAX-Werte, gerade die besseren, die haben das Potenzial, in den kommenden Monaten durchaus Tech-Werte out zu performen, so absurd es auch klingen mag. Und wenn wir einmal zurückkommen und uns nochmal den DAX anschauen, übrigens Leute, ich bin DAX auf der Long-Seite positioniert, das muss ich euch dazu sagen. Ich habe euch am Freitag gesagt, wisst ihr was, ihr wartet auf eine Korrektur im März total gerne. Ich glaube sogar, dass aus spekulativer Sicht es Einstiegsmöglichkeiten gibt. Und ich sehe nicht nur, dass der DAX seit, naja, schon fast Monaten, muss ich sagen, immer wieder die 14.100 bearbeitet. Ich sehe auch, ich habe euch das mal eingezeichnet hier in der Stunde, ich sehe auch, dass der DAX hier Anstieg, Konsolidierung hatte. Dann hat er hier den kleinen Doppelboden gebildet. Seht ihr, hier ist der Doppelboden. Nimm es nochmal weg, war nicht so gut gezeichnet. Und das ist die Nackenlinie. Und da waren wir. Wir waren von dem Anstieg einer 61er Fibo-Marke, wir waren auf dem Dach einer Unterstützung, wir waren auf dem Dach eines Doppelbodens und der Flagge. Ja, ich sehe hier eine größere Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, ob diese Unterstützung, die ich gekauft habe, halten wird. Du kaufst eine Unterstützung, du hast das Potenzial, dass du sehr viel Bewegung mitnehmen kannst. Vielleicht werde ich ausgestoppt. 1,30, 13,2, 13,1 ist für den DAX eine massive Unterstützung. Kann sein also, dass ich ausgestoppt werde. Ich will euch nur sagen, ja, kurzfristig hat der DAX schon Unterstützung. Und Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, die haben durchaus mehr Abgabe gehabt. Und es geht ja nicht nur um die kurzfristige Entwicklung. Wenn wir uns das längerfristig anschauen, über die Woche anschauen, da habe ich euch ja gezeigt, dass der, wo ist er, Kursindex, seit 2015 kein neues Allzeithoch mehr gemacht hat. Das heißt, es heißt immer wieder, der DAX ist eine Katastrophe, der DAX ist eine Katastrophe. Der DAX könnte das Potenzial haben, jetzt Gas zu geben. Schaut euch an, was hier passiert. Tief, höheres Tief, höheres Tief, höheres Tief, höheres Tief. Corona-Crash. Wieder höheres Tief, sofort wieder zurück über die Linie. Und der DAX testet immer wieder diese horizontale Widerstandszone. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, dass der Kursindex, also ohne Dividende, dass es sich hier um eine fallende Linie handelt. Das heißt, oberhalb dieser Widerstandszone bei 6.100 ist das erste Ziel 6.4, ist das Allzeithoch. Dann Rücksetzer 6.000 und dann hat der DAX das Potenzial, Gas zu geben. Übergeordnet. Richtig Gas zu geben. Jetzt muss ich euch auch was anderes dazu sagen. Ich sage damit ganz ausdrücklich nicht, dass die Rendite der Anleihen in den USA, in Europa und in anderen Ländern deutlich steigen wird. Im Gegenteil. Ich will euch das zeigen. Schaut mal, wir sehen hier auf der einen Seite die Rendite der 10-jährigen Anleihe. Guck mal, wie das dynamisch seit Oktober angestiegen ist. Von 0,6 hoch in der Spitze auf fast 1,6%. Komplett invers dazu läuft der Nominalpreis der Anleihe. Das darf man nicht vergleichen. Das heißt, wenn die Rendite anzieht,
geht der Nominalpreis der Anleihe runter. Die sind zueinander invers korreliert. Was man handeln kann, sind diese ETFs der Nominalpreise. Und jetzt will ich euch da auch mal was zeigen. Und zwar IEF ist das Kürzel. Guckt euch mal an, wo wir hier in der Woche sind. Wir sind, was den Nominalpreis angeht, der Anleihe, im Bereich einer massiven Unterstützung angekommen. Erstens. Zweitens. Von diesem Anstieg ist das das 61er FIB. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, guckt euch mal das Volumen an. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht kam das ja im Ausverkauf zustande. Okay. Tageschart. Hier, am Tief. Das heißt, der Nominalpreis ist auf Unterstützung, der ist invers zu Rendite. Rendite ist selbst auch am Widerstand. Wir sehen hier sehr starke Unterstützung für den Nominalpreis. Der Markt hat das Potenzial, eine Gegenbewegung zu machen. Heißt, kurzfristig kann das sogar sehr hilfreich für den Tech-Wert, für die Tech-Werte sein. Wir sehen auch, dass der Nasdaq heute vorbörslich zumindest der stärkste Index ist, weil nämlich hier gerade der Nominalpreis wieder steigt und die Rendite fällt. Trotzdem haben wir es gerade mehr zu tun, eher zu tun mit steigenden Renditen. Und da sind Value-Werte deutlich weniger sensibel und sensitiv, was steigende Renditen angeht. Deswegen muss ich euch sagen, diese konservativen europäischen Value-Werte, die relativ günstig sind, die in den letzten 5 Jahren, die können immer mehr interessant werden. Darauf gilt es absolut zu achten. Der DAX steht kurz vor einem Ausbruch. Jetzt muss man sich fragen, ja hallo, wo ist denn da die Katastrophe? Also, worüber redest du denn eigentlich? Du sagst die ganze Zeit, der DAX ist bullisch, du hast den gekauft kurzfristig, der hat sogar mittelfristig Potenzial, der hat langfristig Potenzial, der kann nur das Allzeithoch machen. Worüber reden wir denn? Die DAX-Erweiterung. In dem Augenblick, in dem die DAX-Erweiterung dahin geht, dass ich die Macher der deutschen Börse sich denken, ich glaube, wir brauchen jetzt mal ein paar teure Wachstumswerte. Ein paar Zalandos, ein paar Healthineers, ein paar irgendwelche anderen nicht wirklich profitablen Unternehmen, die aber in den letzten Jahren sehr viel Umsatzwachstum gesehen haben und die durchaus eher höhere KGVs haben. Dann ist nämlich so, dann haben wir jetzt 5 Jahre lang diesen Index gehabt, der voll von Value war. Und jetzt fängt man ihn mit teureren Titeln zu bearbeiten. Ja, die haben eine niedrigere Marktkapitalisierung. Ich glaube, Value könnte deutlich mehr gefragt sein. Buy low, sell high. Könnte schon wieder richtig in Mode kommen. Und deswegen, mögliche Gefahr für den DAX, wenn man es neu gewichtet, aus meiner Sicht, und zu viel Wachstum da reinpackt. Das ist nämlich das, was die nächsten Jahre meiner Meinung nach weniger stark gefragt sein will. Und ich will euch eins sagen. Damit sage ich nicht, dass die Apples, die Googles und die Microsofts und die Netflix, darüber können wir vielleicht gesondert sprechen, nicht gefragt sein werden. Durchaus. Ich sage nur, einfach nur Blindwachstum, Tech, irgendwie Umsatz mehr, Wachstum da, Technologie, kaufe ich, steigt, das wird schwierig werden. Man wird bei Tech-Werten deutlich mehr und deutlich klarer Stockpicking betreiben müssen. Das können wir aber gesondert miteinander besprechen. War die Ausgabe gut? Schreib es mir gerne in die Kommentare. War die Ausgabe schlecht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Danke euch für die Aufmerksamkeit.